Hallo und herzlich willkommen zurück zu Life is Strange. Und wir suchen jetzt einmal Nathans Room. Aber ich habe gerade, glaube ich, eine Textnachricht bekommen von Kate. Wo geht's denn hier los? Da. Supermax, falls du sie noch brauchst, Nathans Zimmernummer ist 111. Genau richtig. Kate, du bist klasse, danke. Ich liebe es, wie du meine innere Rebellin wächst. Du bist längst eine Rebellin, vertrau mir. Immer und sei bitte vorsichtig, okay? Na klar, ich halte dich auf den Laufenden. Das weiß ich doch. Ah, voll schön. Ah. Da fehlen uns noch zwei Fotos. Ich bin gespannt. Ob wir die finden. Oh, Kate brings it. So, room 111 is the magic number. Ja. The Vortex Club sucks. Evan. Of course. That's why no shits were given. Evan rolls. Okay, aber wir schauen uns natürlich trotzdem ein bisschen um. Who would steal cat pics? Was, wer klaut Katzenbilder? Belohnung? Am 15. September wurde mein Rucksack mit all meinen Schulbüchern und meinem neuen Tablet aus der Cafeteria gestohlen. Die Schulbücher sind mir egal, aber auf dem Tablet waren viele Fotos von meiner verstorbenen Katzen. Also bin ich bereit, eine Belohnung zu zahlen, ohne Fragen zu stellen. Bitte, diese Katzen waren meine besten Freunde. Oh mein Gott. They have one more meeting left. Das Ende der Gelegenheitsspieler. Tritt den Gamer Guys bei. Oh Gott. Wir spielen und analysieren jede Woche ein anderes Spiel. Von COD bis WoW, von Strategie bis Shooter. Lass die Spiele beginnen. Freitag, Wechsler Media Center, 19 Uhr. Eieieiei. Oh, why, hello, Trevor. And Dana. Ja. Ich schau mich um. Bigfoot. Zach or Logan. Who knows? Bro's got a bro. Das ist Nathans Zimmer. Das machen wir natürlich zum Schluss. Oh, you Bigfoots. Entdecken Sie Oregons größtes Geheimnis. Für Infos und Merchandise, bigstuff@bigfootball.org. Ja, das ist halt das Jugendwohnheim. Looks like one of the jocks did care about Kate. Oh. Okay. Poor Warren. This is the work of Nathan. He's so lucky I'm a pacifist. Boah, für mich ist Schwuchtelalarm so ein Arsch, ehrlich. Hello, Warren's room. Hawking and him make a good team. Oh, wir können was ranschreiben. I can have a little fun with Warren for a change. I mean, he's the one who wants to go ape. And sometimes you have to take a chance and see what happens. Was hab ich denn please, please, please stay away, Nathan. I hope Warren doesn't think that's too dorky. I mean, not like he isn't. He'll laugh, right? Bestimmt. Ugh, skunkweed and video games. I sense Hayden is near. Wir das hier schon nie. Oh, jerks. At least nobody messed with the Kate portrait. Oh Mann. Weine, Hipster, weine. Ja. Even after Kate, nobody here learned anything about bullying. Wohl nicht. Na gut, auf geht's. Nathan.
This can only be Nathan's room. Oh Gott, hoffentlich geht alles gut. Ja, so. Kann ich das doch? Now I need to find Nathan's phone or anything with clues. Komm, ohne Handy geht doch heutzutage keiner mehr hier raus. That's so cute and ironic. I can't believe Nathan still has it around. Was? Dieses Diplom belegt, dass Nathan Prescott offiziell der beste Sohn der Welt ist. Oh. Okay. Nicht schlecht. I really hope they were all consenting models. Ja, stimmt. That is so Chloe. Hey, was? Hey Arschloch, wir müssen reden, oder ich erzähle allen, was du getan hast, und dafür wirst du bezahlen, Wichser. Oh my God, Chloe, oh, Chloe. Okay. Nee, lieber nicht einschalten. Ich glaube, das ist keine gute Idee. I don't think one book can guide the Prescotts. Wutanfall, ein Leitfaden für Aggressionsbewältigung für Teenager und Eltern. Ja, aber Einsicht ist doch der beste Weg, oder? Damn, Nathan. That's a nice shot. If only all your energy went into photography. Ja, das ist echt schön. It's so damn creepy, but the guy has his own style. Please, please, please stay away, Nathan. That looks like a totally fun show. Even Nathan has a light side. Aus Versehen rausgetappt. Kamera. That monochrome camera is brand new and costs about $6,000. Bastard. Okay, naja, er kann sich's nun mal leisten. Was haben wir hier? I thought Victoria had the photo bling, but once again, the Prescott's rule. Schaut er sich da eigentlich an? I don't think this prescription has helped, Nathan. I'd cry too if I had him for a father and had to wear that suit. Nathan Prescott, all-American teen. Ach, das kann man lesen, ja? Batzenboobs, die besten Titten Oregons. Oh mein Gott. Ja, mein Gott, das ist doch ganz normal. Was haben wir denn hier? Nathan likes his tortured subjects way too much. This room is like Nathan's mind. Oh Gott. Holy shit. That's the gun Nathan used on Chloe. Gift from... Ja, from? Wichtige Vorsichtsmaßnahmen, Bedienungsanleitung. Ach du Heilige. Hier alles? DVDs habe ich noch nicht angesehen. These films all have a dark pattern. Ja, dann Computer fehlt. Let's see what Nathan hides in here. Ja, da bin ich jetzt auch mal Nathan gespannt. Is way into this party. Bad sign. Okay. Was geht an Victoria Chase von Nathan Prescott?
Hey, meine Hübsche, sag mir, was du heute Abend zum Vortex anziehst, damit ich genauso stylisch und teuer gekleidet sein kann. Ich bin voll scharf drauf und sammle nachher noch fette Partygeschenke ein. Ich habe meinen Alten gesagt, er soll die Bullen fernhalten, damit wir in Ruhe feiern können. Wenn wir schon den Weltuntergang feiern, dann richtig, oder? Bastard. Now I remember why I hate you. And why Kate will get justice. Vortex Club, Kate lässt krachen. Ah, oh, der hat... Oh, Arschloch. Oh, man. Sean Prescott might be Nathan's real problem. Mach dir keine Sorgen. Von Sean Prescott an Nathan Prescott. Das ist von seinem Daddy. Nate, ich weiß, diese Woche war anstrengend für dich und deine Mutter und ich sind immer für dich da. Wenn du reden willst, lass dir einfach einen Termin geben. Geil. Ehrlich, wir sind immer für dich da, aber lass dir halt bitte vorher einen Termin geben. Deine Mutter will, dass Dr. Bill nach seiner Buchtour vorbeikommt, aber für den Moment bleiben wir bei deinen Medikamenten. Während der Entwicklung von Penn Estates brauche ich einen besonnenen und ruhigen Sohn. Ich weiß, ein Prescott zu sein ist eine Last und ich werde dich Schritt für Schritt darauf vorbereiten, wie mein Vater vor mir. Es war schwer, als mein Vater mir in die Augen... was mir die Augen für mein Schicksal öffnete. Aber eines Tages wirst du mir danken. Mach dir keine Gedanken um Blackwell. Es wird Zeit, dass wir dieser verschissenen Stadt einen Einlauf verpassen. Ich will, dass du bereit bist, wenn der richtige Moment kommt. Vermassel es nicht so um deinen Vater. Also richtig, weißt du, es ist ein Arschloch um Himmels Willen, aber naja, wie ist er wohl so geworden? Too bad Nathan isn't more like his sister. She sounds awesome. And far away. Sorg dich nicht, von Christine Prescott an Nathan Prescott. Also das ist seine Schwester. Hm. Tudo Bem aus Brasilien, kleiner Bruder. Heißt wahrscheinlich wie Hallo oder so. Keine Ahnung. Es ist lange her, dass ich von was von dir gehört habe. Also sag mir bitte, was in deinem aufregenden Schulleben in Blackwell vorgeht. Ich gebe bei all meinen Kollegen im Friedenskorps an, dass mein talentierter Bruder Nate ein Vollstipendium für eine der besten Kunstschulen der Welt hat. Ich kann zwar nicht immer auf mein Handy oder meine E-Mails zugreifen, aber bitte, bitte, bitte schick mir neue Campusfotos, damit ich indirekt durch dein Objektiv blicken kann. Ich vermisse dich und deine Bilder. Und ja, Mutter hat mir gesagt, du steckst in Schwierigkeiten und Vater drangsaliert dich, aber du musst ihn entweder ignorieren oder dich gegen ihn auflehnen. Du weißt, ich liebe Papa, Nate, aber ich bin wegen ihm in einem Dschungel auf der anderen Seite der Welt. Er hat Macht geerbt, nicht Weisheit, und die einzige Art, gegen ihn zu gewinnen, ist, dagegen zu halten. Lass dich von ihm nicht für das Vermächtnis der Familie verändern. Ende der Predigt. Du bist in der Schule. Ich wollte nur, dass du dich dort zu Hause fühlst. Ich muss wieder zu den Mangroven. Ich schicke dir gute Gedanken. Schreib mir oder ich muss dir einen Jaguar ins Wohnheim schicken. Küsse, Chris. Yes, Nathan sure needs diet pills. This is strong stuff. Was? Generisches Dexamine. Extremer Appetithemmer. Appetithemmer? Online erhältlich, ohne Verschreibung. Naja, Appetithemmer, warum nicht? Okay, ja, das war's. Und das hat mir jetzt inwiefern richtig weitergeholfen? Hä? Weiß man nicht so genau. Ja, Kratzspuren. What the hell are all those marks on the floor? Sofa geschoben, oder? Ja, das Sofa. Ja, bewegen. Let's find out what you're hiding. Oh yes, little phone. You are mine now. Ob das so gut ist. Now I have Nathan's phone, so I can show it to Chloe. Well, before Nathan comes back. Ja. Kann ich nicht irgendwas tun, damit die Klinke nicht kaputt ist? Bitte? Weil ich meine, er sieht doch, dass hier eingebrochen wurde, oder? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht.
Nee. Sichtlich. Naja. Ich meine, es kann ja jeder gewesen sein, nicht wahr? Ich habe ja bestimmt Handschuhe angehabt. Nicht. Oh, Chloe. Hi. Damn, Max, you're finally back. I got worried. So, what did you find? His room was clean and creepy. Check this out. Boom, Nathan. We got you by the balls, fucker. What are you doing in my dorm? You're such a nosy bitch, Max. Stop right there, Nathan. Make me, ho. Max, I got this. Get the fuck out of my face. You are so fucking dead! Get off me, bro! Ja, raushalten kann ich nicht. Warren trotzdem aufhalten. Das ist doch kacke. Oh, er soll ihn doch nicht umbringen. Warren, stop it! Come on! Oh, my head! Why are y'all looking at me like that, huh? You and you, you're all dead! Let's go, now! Plus, my dad is on his way. You're all fucked! He owns you! Ja, aber ich meine, wenn er jetzt weitergemacht hätte, das wäre doch auch nicht... Even if Nathan definitely deserved a beating, we should try to be better than that. Ich soll hier jetzt aber schon raus, ne? Ja. Oh Gott. Der arme Warren. Oh mein Gott, der... Ich... Damn. That was intense. Warren, thank you so much. For what? For headbutting Nathan Prescott. That was awesome. I don't know. I almost went crazy there. Like Nathan. You're not anything like him. Good to know. So where are you going? I better stick with you guys. Just in case you need me to get my Hulk on again. Or should I call the cops on Nathan? No police. Not yet. So maybe you better, Warren, me and Max have to do this on our own. No offense. It's cool. Whatever I can do to help. What you can do is find out anything you can about Nathan's father. I'm on it. Between the snow and eclipse, I'm assuming the apocalypse is around the corner. And thank you. Seriously. I'll call you later. You better. I'm feeling pretty alpha now. Yes, you are. Oh man. Man, that guy is so fucking in love with you. Yeah. I know. He really did give a serious beatdown to Nathan. It was a little scary to watch him do that. Now let's make a date with Frank. Will he even answer you? Frank always answers when he wants money. Like I said, Frank wants to see me right now. Let's not keep him waiting. God, I hate seeing those poor whales like that. Me too. I just think of their families in the ocean out there looking for them. Well, that asshole is gonna help us find Rachel. Or what? You'll actually shoot him? Chloe, do not count on my rewind. Seriously. Obviously, I'm not counting on you. That's why I have a gun. And I might even save you someday. About time. I am so going to hit you. There's no way we could have guessed this is what would happen to us when we grew up. I'm looking forward to the day when we can just go on a road trip to Portland. Fuck yeah. You, me, and Rachel. Absolutely.
So let's play this cool, okay? Just talk to Frank so we can get that code for the book from him. That's all. Got it. No dicking around. Let's roll. Ich bin gespannt. Boah, aber ich sag dir eins, Max, wehe, du vergisst Warren dann fürs Kino. Was der heute, oder was der jetzt eingesteckt hat alles, ne? Für sie, wehe, du vergisst es, ich sag's dir. The forest seemed quiet. No sign of life. Ach, apropos. Or dear. Meine Mutter hat mir doch eine SMS geschrieben. Was, was, was? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Max, jetzt da David nicht mehr hier ist, muss Chloe erwachsen werden und sich besser benehmen. Aber das wird nicht passieren, wenn ihr illegalen Unsinn veranstaltet, wie nachts in Blackwall einzubrechen. Ich weiß, was passiert ist, also keine Ausreden. Ich hatte gehofft, du würdest sie auf den richtigen Weg führen, aber sie scheint wieder abzurutschen. Du könntest so ein guter Einfluss sein, außer ihr wollt beide rebellieren. David kann sie jetzt nicht mit die Schuld dafür geben. Tut mir leid, Joyce, ich baue auch Mist, aber ich versuche einen guten Einfluss auf Chloe zu sein. Ein guter Einfluss auf Chloe zu sein. Ich weiß, Max, ich vergesse, dass ihr noch Teenager seid. Ja. Ach ja, das haben wir auch noch nicht gelesen. Zuerst musste ich Kate besuchen. Ich hatte noch nie jemanden im Krankenhaus besucht. Ach, echt nicht? Schon gar nicht jemanden nach einem Selbstmordversuch. Also war ich froh, dass Chloe mich begleitete. Der antiseptische Geruch und die endlosen weißen Hallen schüchtern mich immer ein oder erinnern mich an meine Sterblichkeit. Als ich Kate in ihrem Zimmer sah, umgeben von Karten, Blumen und Luftballons, konnte ich nur an unsere letzte Begegnung denken auf dem Dach. Sie hatte so traurig und hilflos gewirkt, aber jetzt schien sie lebhafter denn je. Ich wusste nicht, was ich zu jemandem in dieser Situation sagen sollte. Wie geht es dir, nachdem du fast gesprungen wärst? Aber Kates sanftes Gemüt machte es leicht. Ich war überglücklich, sie wieder zeichnen und Pläne schmieden zu sehen. Pläne, Nathan seine gerechte Strafe zukommen zu lassen, eingeschlossen. Oder Rache. Nachdem wir also von anderen Mitgliedern unseres Teams Infos und Unterstützung erhalten hatten, begaben Chloe und ich uns zum Wohnheim der Jungs oder Nathans Reich. Chloe stand im Flur Wache, während ich mir Zugang zu Nathans Zimmer verschaffte. Und obwohl ich mittlerweile Meisterspion und Detektiv bin, überraschen manche Dinge mich, wie Nathans schicke, expressionistische Höhle, als trete man mit einem einzigen Schritt vom Licht in den Schatten. Ich konnte den Temperaturabfall fühlen, aber natürlich kennt Nathan sich mit Fotografie aus und weiß, dass man Filme und Fotoausrüstung kühl lagern muss. Mein Sofortbildfilm wird in Mr. Jeffersons Klasse gelagert. Wo wir gerade bei Kälte sind, Nathans Zimmer verursachte mir Gänsehaut, verstörende, aber beeindruckende Fotos, allesamt Belege für das Mobbing seines Vaters und wahrscheinlich den wichtigsten Hinweis überhaupt, Nathans Handy, vermutlich voller Nachrichten und Geheimnisse. Es ist nicht gut, dass mir Schnüffeln und Stehlen seit dieser Woche so leicht fallen. Heldin des Alltags, hm? Dann taucht Nathan auf. Er wirkt so gestört und außer Kontrolle, dass er mir etwas leid tat. Er braucht offensichtlich Hilfe. Aber dann erinnerte ich mich daran, dass er auch ein Arschloch und gefährlich für mich, Chloe und Kate war. Bevor ich zurückspulen musste, griff Warren ein und mein Ritter in strahlender Rüstung zahlte es Nathan mit einem Kopfstoß heim. Unglaublich, auch für Nathan. Warren ließ wirklich den Affen raus und ging auf Nathan los. Es war uncool, aber meine Nerven waren nach dieser Woche so angegriffen und ich hatte die Vollidioten von Blackwell so satt, dass ich fast nicht versucht hätte, Warren davon abzuhalten, Nathan zu verprügeln. Er musste sich an Nathan abreagieren, aber das war weder der richtige Zeitpunkt noch Ort, auch wenn Nathan es verdiente und ich Warren gerne beim Prügeln zugesehen hätte. Puh, ja, aber wie es hier weitergeht,
wie wir mit Frank reden, das seht ihr in der nächsten Folge. Also viel Spaß beim Anschauen und bis bald. Tschüss.